So, herzlich willkommen zurück zu Pixeltainment Schrägstrich Südost Gameplays. Ja, ihr hört richtig, wir haben jetzt einen neuen Channel, den wir nur für unsere Dual Commentaries nutzen, beziehungsweise für das, was wir ja generell zusammen machen oder was wir für würdig empfinden, das da hochzuladen. Deswegen würde ich euch bitten, hier so aktivere Abonnements hier zu lassen, denn hier wird auf jeden Fall in nächster Zeit der Großteil der ja, Aktivitäten passieren, die wir so miteinander treiben. Und hier seht ihr natürlich auch ganz gut, ist unser Marcello wieder am Stießen. Grüß dich, Marcello. Hallöchen, Leute. Kannst du ihm gleich mal erklären, was wir hier gefunden haben, beziehungsweise was wir hier so treiben? Also es war so, ich habe eigentlich bloß war auf der Suche nach den Rosen, weil ich halt was machen wollte für mein Haus. Und habe aus Zufall diese Höhle gefunden. Die haben wir dann nachher auch wieder aufgesucht mit Hilfe der Koordinaten. Und siehe da, was wir hier haben. Wir haben natürlich dann die ganze Mine durchforstet und haben die Enderfestung gefunden. Ja. Einmal die Bibliothek hier, und wenn wir mal rumgehen, kannst du ja nochmal mitkommen hier. Dann können wir nochmal zeigen, dass man das Portal sieht. Ach, er will gleich nach oben kommen mit. Können wir gleich mal zeigen, wo waren das gewesen? Glaube, das war hier vorne gewesen. Da sieht man dann auch noch. Genau. Hier kann man nochmal schön das Oh. Enderportal sehen. Und hier sind Schönes auch Ding. die kleinen. Hier sind auch diese kleinen Viecher, die wir hatten in den Steinen, weißt du noch? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das für uns ein Highlight, weil wir spielen ja im Survival-Mode. Also wir sind ja auch ohne Enderaugen hingekommen, was Ja. auch ziemlich lucky war. Oh, da sind die kleinen Maden wieder. Ja. Diese kleinen Mistkröten. Und wir haben uns natürlich riesig gefreut, dass wir das hier gefunden haben. Also Na, wir haben schon ein paar war. Enderaugen verschwendet, allerdings Ja. waren wir da nicht mal Aber da annähernd braucht man dran. ja allerhand. Ja, das stimmt wohl. Nee, auf jeden Fall ist auch der erste Besuch für uns. Und wir sind mal gespannt, was hier so zu holen ist. Auf jeden Fall nehme ich mir ein paar Bücherregale mit. Ja, ich auch. Da wird sich auf jeden Fall Und dann einiges. schauen wir mal. So, hier haben Ah, wir da hinten ist schon natürlich. eine Kiste. Na, schauen wir mal, was drin ist. Papier. Ja, Bücher, Papier ist naheliegend, ne? Schauen wir mal, hier vorne habe ich nämlich einen Eingang gesehen. Ah, scheiß Spinnnetz. Hier hast du wieder. Hast du das Loch hier reingemacht? Ich habe hier noch gar nichts Ja. gemacht, ne? Ich bin jetzt da. Ich nehme Hier mir hier vorne mal. ist nämlich. Bist du denn? Ich nehme mir gerade ein paar Bücher hier raus. Ach so. Dass ich so ein Ja, ich Stack glaube, ich tue den Bücher auch habe. mal ein bisschen kaputt. Ah, ich dachte, die kann ich im Ganzen abbauen. Nee, Ah. leider nicht. Muss dann wieder zusammensetzen. Ach, 60 reicht. Ja, gut, ich habe genug Zuckerrohr, dann brauche ich keine Bücher. Das ist aber eine geile Idee. Guck mal nach oben, dieser Ja, Kronleuchter. Kronleuchter, ne? Das ist eine coole Idee. Ja. Kann man sich echt gut abschauen ab und zu mal da. Jeden Fall. Dann kommen wir mit hier. Hier haben wir nämlich natürlich schon mal den ersten Eingang. Da haben wir denn hier so schönes. Okay, hier geht's noch zur Mine runter. Ich glaube, das können wir erstmal sein lassen. Hier geht's hoch. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch schon gewesen ist, Jungs, ob ihr schon mal die Enderfestung gefunden habt. Hier ist nochmal so eine Scheiße. Ja. Bücherei. Uah! Pass auf, da Dicker Biederwurm hier. fällst du runter. Ja, gut. Ne, also ich habe das natürlich auch schon mal im Dings probiert. Ich habe das natürlich noch mal im Einzelspieler mit Cheats versucht. Aber das war dann nicht so highlightreich, sage ich mal, wie im Survival Mode, weil wir da schon öfters nachgesucht haben, Ja, aber ich bis habe jetzt es die bis jetzt noch Enderaugen nie verschwendet gesehen. haben. Also das ist die Premiere für mich, weil ich spiele nicht im Creative. Boah, ist das Ding riesig, Alter. Ja, das ist der Anfang, das ist noch viel größer da. Hier sind die ganzen Kerkoas. Aber eins können wir natürlich auch sagen, wir werden jetzt definitiv noch nicht ins Portal reingehen. Ne? Weil wir erstens keine Enderaugen da haben. Zweitens, naja, ich glaube, da können wir den noch nicht wirklich bezwingen, weil wir keine Bögen und nichts haben. Was doch schon ganz schön ugly ist dann. Gerade wegen den Health-Raggern. See. Schauen wir mal hier. Wir haben ja allerhand Türen hier. Boah, hier geht's übelst ab. Schauen wir mal. Boah, Ah. krass, Alter! Komm mal hier rein in den Raum, Alter! Das ist Nee, ja das ist echt nichts. gar nichts. Aber wir kommen hier nicht Uuuuh! mehr raus. Ah, da ist der Knopf da. Nur Scheiße. Ich bin nicht mehr raus. Ich habe die Spitzhacke. Hallo.
So, oh, noch so ein wunderbarer Raum hier. Kommst du nicht durch? Boah, da ist auch übelst krasses Zeug drin, ein. Auf jeden Fall, geh mal rein, ne? Und bau den Knopf ab. Naja, schauen wir mal hier. Nee. Hier sind wir hergekommen, oder? Nee. Aber doch. Hier, komm mal hoch hier. Hm? Hier ist auch noch. Um den da oben. Molle, hier. Das sind die Dinger dann, ne? Die dann zu den Viechern werden. Kann sein, kannst du mal aufbauen. Wir haben auch so ein Ding. Nee, ist nee, weil wir haben rissiger schon mal, Steinziegel. Wir haben schon mal eine Riesensprengung gemacht, da wir das TNT entdeckt haben. Und naja, wir wollten halt ein Haus bauen und dann auf einmal sind aus dem Stein da diese Viecher rausgesprungen. Ja, das war wahnsinnig krank. Hier geht's dann nirgendwo hin, Alter. Wir hatten auch nicht wirklich Weste dabei, also kein Eisenharnisch und dementsprechend haben die gut gehittet, die Viecher. Ja, das waren ziemlich penetrante Motherfuckers. Sag mal, hier geht's ja nirgendwo hin, ne? Ja, es wäre natürlich toll, wenn wir jetzt überhaupt mal was finden. Ja. Schauen wir mal. Aua. Also da runter geht's auf jeden Fall auch noch. Da hoch geht's ja auch noch. Ich glaube, ich bin jetzt... Ich habe eine ganz andere Idee, komm mal mit hier. Hm? Gehen jetzt einfach mal zum Enderportal direkt rein, wir kloppen mal den Zaun auf. Weil dann haben wir den Ausgangspunkt, alle natürlich haben wollen. Wir erstmal schauen, wo geht denn jetzt hier schon wieder lang. Ich echt keine Übersicht hier. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wo bist du denn hin? Da hoch oder was? Wahnsinn! Nee, hoch nicht, aber schauen wir mal. Naja, geht nirgendwo hin. Ich bin gleich wieder da, Jungs. Bis gleich. Na, mutet er sich einfach. Kann doch nicht angehen. Muss ich euch unterhalten. Ist er nicht da und ich finde gleich mal die größten Sachen hier. Warum leuchten eigentlich diese Scheißfackeln, wenn die vom Spiel selber aufgebaut sind? Nicht so krass wie die, die man selber aufbaut. Oh, da bin ich wieder. So. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Frag mir einen. Ich habe hier einen Spawner. Ja, wo bist du denn jetzt überhaupt hingegangen? Ich bin jetzt bei diesem Kackportal. Ja, die Frage ist, wie bist du da hingekommen? Ja. Ja. Boah, geil, ich habe eine Kiste gefunden. Da ist übelst der ganze Crap drin. Alter Schwede, hast du noch viel Platz in deinem Dings? Boah, 11 Slots habe ich noch frei. Na, das müssen wir uns alles aufteilen. Ja, dann musst du mir mal jetzt hier, ne? Komm mal mit. Komm mal mit, wo bist du? Ich habe keinen Schimmer. Kleiner Krebel hier. Ach, hier. Bam, au! Bam. Kleiner Jude. Ja, ein bisschen, ne? Was rüberbringen, wenn ich die Geschichte. Müssen wir uns aufteilen. Scheiße, nein! Also, ne? Ja, gut, hast du ein Messer dabei, damit wir den Apfel hier teilen können, oder? Kannst du ja haben. Bin ja nicht so geizig wie du. Ist klar. Alter Geiz halt, du. Na klar. So, springst du mal hier in die Lava rein, oder? Ja, ich hab gehört, wenn du jetzt hier reinspringst, dann passiert dir nichts. Ach ja? Also, bleib mal stehen hier. Ja. Hau ab. Na komm. Nein, komm. Ich will nicht. Schüchtern. Ganz schüchtern. Lass mal das Enderauge hier rauspulen. Weißt du jetzt zwar nicht, wie das geht hier, aber... Nee, mit Dings geht das, glaube ich, gar nicht, ja? Ich glaube, damit habe ich den Block nämlich abgebaut letztes Mal. Darf man nicht abbauen. Ja, denn nicht. Ich glaube, da muss man reinschießen. Ja. Jetzt genau, da geht's an. Boah, krass. Nimmst du die gar nicht mit hier, oder was? Die Redstones. Redstone? Nee. Bist du ein Redstone-Hater, oder was? Ja, aber ich brauch das nicht. Hey, warte mal. Da ist nochmal eine. Bibliotheca? Das ist dieselbe. Oh, guck mal, da ist eine Tür, da geht's in den krassen Raum. Ja, da muss klar. Man hingehen. Leck mich. Nee. Also, wie ihr seht, das Ganze ist recht unübersichtlich. Natürlich auch ziemlich groß hier.
Auch wenn wir noch nicht viel gesehen haben. Ich glaube, das war es aber auch schon relativ. Nee, die streut sich um einiges weiter. Ja? Naja. Bist du dir da sicher? Wir müssten halt bloß mal den richtigen Anschluss finden. Oh krass, ich hab's gefunden. Oh, ich glaube, ja. Ich nehme mir mal die Dings mit. Ja, mach mal. Piste. Ich hab nämlich auch zwei Pisten dabei. Wo ging's hier rein? Ah ja, genau. Scheiße. Da geht's doch bestimmt da runter, oder? Gucken, hab ich hier noch Steine am Stich? Krasser Scheißdreck. Das sind wahrscheinlich das wird wahrscheinlich daraus gemacht gewesen sein. Wo die Viecher uns angegriffen haben. Woraus kommen die denn? Ich schätze mal hier aus den Steinplatten. Platterisier mich. Hallo? Was macht der denn hier? Hallo? Oh! Führender Empfang, so kann man natürlich auch Bücher einsammeln. Adios, Mochacho. Ja, nee, also, Katze, was machst du denn da? Verkatz mich. Katze greift mich. Oh! Oh, Spinne, hallo. Bist du auch runtergefallen? Nein, ich wollte da runter. Ja. Na klar. Oh, hier hinten geht's noch weiter. Aber ich glaube, da bin ich auch schon durch. Das ist bestimmt wieder so ein krasser Weg, ne? Auf jeden Fall ein ziemlich kranker Scheißdreckweg. Ja, lass mal einfach jetzt hier weiter mal gucken. Ein Glück habe ich ein paar Brote mit. Fetti hat nämlich Hunger. Wo geht's hier runter? Ich schau jetzt mal hier runter, ob es da noch weitergeht oder what. Also hier ist auf jeden Fall noch einiges von diesem Stein am Stießen. Ich grab mich hier jetzt mal wieder hoch. Er baut meine Tür ab, der Sack. Hallo. Da ja, sind wir wieder hier. Ich bin mit Super Mario an. Ja, ich bin Super Mario. Also, ja, was soll man dazu sagen, Jungs? Das sieht schon relativ fertig aus hier, ne? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, ich würde sagen, dass wir uns jetzt hier genau über diesem Ender-Dings da, über diesem Portal da einfach hochbauen. Was ich halt echt arm finde, ist, dass hier so wenig Zeug ist, Alten. Das Ding ist so selten, da könnten die ruhig das ganze Ding mit Diamanten pflastern, eigentlich so gut wie, ne? Ja. Hätte ich jetzt schon erhofft. Das kann doch nicht sein, dass da so wenig drin ist, ey. Ist ja wahnsinnig. Ein Portal, dann bauen wir uns hoch. Mhm. Dann machen wir da so ein fettes Symbol hin oder so. Dann machen wir da ein Gebilde und dann graben wir uns wieder auf der anderen Stelle runter, wo wir unsere Kisten gelagert haben. Oh ja, okay, willst du denn jetzt wieder rum? Willst du hier mitkommen, oder? Naja, ich komme mit. Kommst mit, na dann. Ja. Marcel hast du mich. Das Abendprogramm? Ah, noch nicht. Eigentlich nicht. Oh ja. Yeah. Geh runter, ne? Oh. Da sieht's auch nochmal richtig erotisch aus. Erotico? Achso. Da müssen wir lang. Ah! Ja, ich geh mal rein. Boah, hier ist übrigens Party. Da ist das Ding. Ja, hier oben ist doch irgendwas. Hallo. Klar. Mach mal Trickshot oder so. Trickshot. Lol. Dazu. Wenn wir mal sagen, wir bauen uns jetzt hoch hier. Kommt da mit einem Bogen zu der Schießerei. Oh, guck mal, dicke Mine. Soll ich ihn reinschupfen? Komm. Am Arsch. Bist du deines Lebens nicht mehr froh, mein Freund. Warum baust du dich eigentlich da genau über dem... Ach, baue ich mich da einfach auch drüber. Ja, weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Cause I can be what I wanna be. Berufssinn. Logarisier mich. Ne Leute, aber ich will nochmal drauf eingehen, da wir ja jetzt den neuen Channel haben, ist das natürlich mit Abonnenten noch nicht so groß. Ich hoffe einfach mal, die Leute, die uns jetzt im anderen Channel abonniert haben, dass ihr vielleicht auch noch so nett seid und das eben ja auch tut. Wäre auf jeden Fall ganz schön. Das wäre ziemlich erotisch, ja. Ziemlich erotisch. Ich habe wieder keine Schaufel am Stießen. Ja, so ist das. Nee, was ich auch nicht verstanden habe, wir haben ja jetzt Dirt-Reihe hochgeladen. Das ist ganz, ganz skurril mit euch Jungs irgendwie. Das erste Video kam gar nicht an, das zweite wiederum kam verhältnismäßig gut an. Das stimmt. Jetzt das dritte ist wieder
Naja, das ist ultra schlecht, ja. Also so ein schlechtes Video hatten wir, also zumindest so eine schlechte Resonanz hatten wir bei keinem anderen Video. Was wir nicht ganz verstehen können, weil die Probleme mit der Soundqualität haben wir auch wieder eingeschränkt. Ja. Ich habe mich einfach mal in die Luft gesprengt. Besprenge mich. Und ich hoffe einfach mal, dass ihr fleißig unseren neuen Channel anguckt und abonniert und hier los. Ich habe noch ein Herz erhalten und ich spring da runter wie so ein Besenkter. Schauen wir mal schnell. Ich würde sagen, wir schreiben uns hier mit die Koordinaten auf jeden Fall mal auf. Yeah, also, yeah. Falls ihr das noch nicht wissen solltet, mit F3 könnt ihr dann quasi den Netgraph aufmachen. Dann seht ihr, wo ihr hinkommt, beziehungsweise Koordinaten halt X- und Z-Achse. Könnt ihr euch immer wieder finden. Das ist echt nice. Koordinaten aufgeschrieben habt für euer Zuhause. Damit ist das auf jeden Fall sehr simpel. Ihr braucht keinen Kompass, ihr braucht keine Karte. Einfach bloß dem folgen und ist gut. Ist gut. Gut. Pack, pack, pack. Gut, Fried. Ist gut für mich, oh ja. Dann würde ich einfach mal sagen, dass wir uns hiermit verabschieden. Ja. Würde ich auch. Das ist ja doch schon recht lang geworden hier. Und dafür, dass wir nichts gesehen haben, großartig. Zumindest nicht das erhoffte. Naja, ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Vielleicht könnt ihr ja auch hier die Commentbox schön voll spammen. Abo dalassen, wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr mehr haben wollt von uns beiden erotischen Südostköpfen. Und dann, bis denne. Ja, bis denne. Macht's gut.